8500 Kilometer von zu Hause entfernt und nur Probleme. Der erste Tag in der Millionenmetropole ernüchternd. In nur 3 Tagen erwartet der Auftraggeber ein Meisterwerk und die Spezialisten haben bisher nur eine Backstube. Was haben wir? Wir haben nichts, wir haben Hotelzimmer bislang. Oder siehst du mehr? Oh, alter Schwede, wir wissen überhaupt nicht, was es hier für Rohstoffe gibt. Die Hamburger Konditoren sind seit 30 Stunden auf den Beinen. Trotzdem brauchen sie noch eine Idee für die Torte. Vor diesem Auftrag habe ich Respekt, weil es erstens eine ganz andere Welt ist. In Deutschland könnte ich mir alles vorstellen, hier kann ich mir gar nichts vorstellen. Fangen wir doch bei den Füllungen an. Oder habt ihr erstmal überhaupt eine Idee, was wir für eine Torte machen? Karneval, Venedig machen wir. Nee, pass mal auf, wir müssen irgendwie 2 Kontinente zusammenführen. Europa, China, deutscher Ball, also mit Chinesisch und Deutsch. Schwarzwälder Kirsch wahrscheinlich, siehst du, Schwarzwälder Kirsch. Gut. So, wenn man Deutschland repräsentieren will, geht immer Schwarzwälder Kirsch. Und was gibt es? Asien? Mango vielleicht? Wäre doch ganz cool, ne? Also Mango finde ich eine tolle Idee. Von daher bin ich auf der Mango-Nummer sofort dabei. Und ich suche die dir aus. Mango ist so lecker. Thomas' Idee, Mango zu nehmen, finde ich super. Und es grenzt sich beides ab. Es ist nicht irgendwo, dass man denkt, naja, eine Torte, die schmeckt fast wie die andere. Sondern wir haben da wirklich schon so 2 unterschiedliche auch Genusswelten. Gut, was brauchen wir noch? Vielleicht erstmal eine Grundidee, was wir überhaupt als Torte machen wollen. Figürlich. Oh, jetzt kommt er wieder zu. Jetzt pass auf. Jetzt hat er wieder. Korpus unten oder irgendwie Kleid oder dies oder das als Kuchen und oben drauf setzen wir irgendwas auf. Diese klassischen Karnevalsdamen. Betty und Frank sind die kreativen Köpfe im Team. Selbst jetzt sprudeln noch die Ideen. Der Plan? Eine 90 cm hohe Tortendame mit leckerem Kuchenrock. Rechts Schwarzwälder Kirsch, links Mango-Geschmack. Tolles Gesicht, Maske und dann natürlich unheimlich schöne Locken.